Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du 15 Punkte in Psychologie in der Oberstufe schreibst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Es gibt jetzt schon eine große, große Reihe an, wie du 15 Punkte in dem und dem Fach schaffst. Das findest du hier rechts oben, die ganze Playlist. Wenn die noch nicht erstellt wurde, Sydney, dann bitte erstellen eine neue. Und Sydney ist derjenige, der unsere Videos bearbeitet, nur dass ihr als Community da auch Bescheid wisst. Und ihr habt auch gefragt, ob ich das Ganze zu Psychologie machen kann. Ja? Und Psychologie hatte ich selbst in der Oberstufe nicht, aber ich studiere es jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren und deswegen kann ich da euch vielleicht nochmal fortgeschrittene weitere Tipps geben, die euch vielleicht euer Lehrer nicht mal geben könnte, weil ich einfach merke, wie das Ganze zusammenhängt, wie es am besten, man sich das Ganze auch am besten einprägt, und deswegen jetzt meine besten 5 Tipps an euch. Erstens, immer auf dich beziehen. Egal welches Thema, ja, Psychologie beschäftigt sich mit dem Verhalten und Erleben von Personen. Und du bist eine Person und du hast ganz viele Personen um dich herum und du verhältst dich immer irgendwie und du erlebst immer irgendwas, ja, Gefühle, Gedanken und so weiter. Das bedeutet, egal welches Thema ihr in Psychologie besprechen werdet, das hat immer mit dir direkt oder indirekt mit Menschen in deiner Umgebung zu tun. Das heißt, du findest zu jeder Thematik, findest immer ein Beispiel, super anschaulich, kannst dir so super leicht merken, und das will ich unbedingt nutzen. Bezieh das immer so rauf, es wird dir viel leichter einprägen, ja, und du wirst auch sofort verstehen, worum es eigentlich in der Thematik geht. Und verstehen ist für 15 Punkte immer das Allerwichtigste. Zweitens, arbeite mit Flussdiagrammen. Ich habe jetzt mal Flussdiagramme genannt, ich weiß nicht, ob es der exakt korrekte Ausdruck ist. Im Prinzip ist es sowas wie hier, ich habe euch das jetzt hier mal aufgezeichnet. Das da. Sowas, wisst ihr? Zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht genau, was ihr besprecht, aber zum Beispiel bei uns, der Aufbau von einer Emotion. Ja, da ist es halt so, dass du erst eine körperliche Reaktion hast, dann eine kognitive Bewertung, und daraus entsteht dann eine von zwei Emotionen zum Beispiel. Und so kannst du sozusagen eine Theorie oder ein Verhalten oder eine Funktionsweise vom Gehirn oder was auch immer, kannst du immer super simpel darstellen. Ja, das hat, kostet jetzt... Also Emotionen, da kannst du so viel darüber reden und so viel darüber nachdenken, und da geht so viel in diese Theorie rein, und trotzdem konnte ich es mit 5 Wörtern, ja, eigentlich sogar nur mit 3 Wörtern, um eben mit 5 so Balken oder Kreisen mit Pfeilen zueinander, komplett beschreiben. Ja, komplett beschreiben. Weil das zeigt, dass du es wirklich zu 100% verstanden hast. Das macht es super simpel, erhöht krass dein Verständnis, und mit diesem clean Verständnis kannst du dann auch richtig geile Antworten geben, die dich auf 15 Punkte bringen können. Drittens, denke immer über Stoff nach. Gerade dadurch, dass es in der Psychologie immer um dich oder Menschen um dich herum geht, gibt es nahezu keine Situation, in der du nicht darüber nachdenken kannst. Und das ist halt mega geil, weil egal welche Thematik du hast, du wirst wahrscheinlich jeden Tag in Situationen kommen, wo genau das, was ihr gerade besprecht, relevant ist. Und wenn du dann da aktiv auch über den Schulstoff darüber nachdenkst, kommen dir super schnell einfach Eingebungen oder Ideen, die du gleich in der nächsten Stunde sagen könntest, was dann eben weitergedacht ist, was über den Stoff hinaus ist. Und genau diese Aussagen braucht man, um eben auch auf 15 Punkte zu kommen. Viertens, engagiere dich in den Diskussionen. Ist natürlich auch abhängig davon, wie euer Lehrer den Unterricht gestaltet, aber ich denke, gerade Psychologie ist einfach ein Fach, was super krass dazu einlädt, darüber zu diskutieren, weil es uns persönlich eben so stark betrifft. Und wenn diese Diskussion aufkommt, beteilige dich unbedingt. Nicht nur, weil es deine Mitarbeitsnote pusht und natürlich auch der Lehrer einen super guten Eindruck hat, sondern vor allem, weil du gerade auch deine neuen Ideen, die du vielleicht dadurch, dass du dir auch außerhalb des Klassenraums darüber Gedanken gemacht hast, super geil einbringen kannst. Du fällst extrem positiv auf und er schärft nochmal richtig krass dein Verständnis, wenn du eben mit anderen darüber sprichst und eben schaust, so, okay, wie sehen die das und so weiter, und das hilft einfach mega, mega viel. Fünftens, alles miteinander verknüpfen. In der Psychologie, da weiß ich auch nicht genau, wie das bei euch ist, aber zum Beispiel bei mir im Studium, da besprechen wir auf der einen Seite zum Beispiel total die Gehirnstruktur, aber dann auch die Funktion des Gehirns. Und dann irgendeine Theorie, die aber wieder auf Basis der Funktion des Gehirns sind, ja. Und dann sind meistens die Themen oder die Module zum Beispiel bei mir im Studium, wenn man die bespricht, sind total getrennt voneinander, ja. Aber da herrschen total viele Verbindungen. Und bei euch im Unterricht ist es bestimmt genauso, dass ihr 4 Stunden lang die eine Sache besprecht und dann vom Gefühl her zu was ganz anderem springt und dann das besprecht. Aber achte mal darauf, wo stehen denn die Verbindungen dazwischen? Weil gerade wenn du das erkennst, kannst du in der Mitarbeit, in Referaten, in den Klausuren, kannst du genau richtig geile Sachen entweder sagen oder hinschreiben, dass du eben sagst, okay, das ist so und so, das kann man auch vergleichen mit, und
und dann vergleichst du das mit dem vorherigen Themengebiet, was ihr besprochen habt. Und das kommt einfach mega krass an und dann bist du echt auf einem richtig guten Weg zu den 15 Punkten. Wenn du ansonsten auch auf 15 Punkte kommen möchtest, dann kannst du dich für unser Traumabitur-Coaching bewerben. Dafür musst du nichts Großes machen, keine Angst. Einfach nur unter diesem Video auf den allerersten Link klicken, suchst dir eine Uhrzeit raus, wo du einfach sagst, okay, da bin ich verfügbar, trägst deine Nummer ein, dann ruft dich jemand aus meinem Team an, sagt, hey, wie geht's bei dir? Das sind alles ganz lockere, junge Leute. Sagst du, hey, wo stehst du gerade? Wo willst du in der Schule hin? Analysiert deine Situation ein bisschen, schaut, ob und wie wir dir helfen können. Und wenn das dann gegeben ist, dann kommst du direkt in ein Gespräch mit mir persönlich und dann werden wir eben gucken, wie wir dir wirklich helfen können. Und wenn das dann der Fall ist und von beiden Seiten alles passt, dann hast du sogar die Möglichkeit, mich langfristig als deinen persönlichen Coach zu bekommen. Deswegen, wenn du das möchtest, einfach hier unten im ersten Link in der YouTube-Beschreibung deinen Termin auswählen. Ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.